Hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen. Hier ist wieder euer Nutoka aufs Brot und der gute, wie war es jetzt nochmal? Hasebär, genau. Und ja, wir spielen hier ein bisschen Minecraft Aquarian Skies oder Skysolated, nennt es wie ihr wollt. Und sind im Moment ganz schön questmäßig am Abgehen, wenn ich das mal so sagen darf. Zack, das auf jeden Fall, ja. Ach, oh, genau, hier ist schon wieder der Baum gewachsen, sehr schön. Zack. Dann mal noch einen neuen Slimy-Baum pflanzen. Wäre auch ganz cool, wenn ich nochmal einen Setzling bekomme. Ich mache noch ein paar Verschönerungsarbeiten, aber wir hatten auch noch was anderes vor heute. Ja, wir haben noch was anderes vor, wenn du... Was denn? Ach, sie sind wieder ungeduldig. Sie wollen jetzt unbedingt eine Axt machen und anstatt sich eine anständige Axt zu machen, wollen sie sich lieber eine Kackaxt machen. Eine Kackaxt? Und sich später nochmal eine machen. Ja, ein Setzling, sehr schön. Ja, ich habe heute vor, hier ein Gebäude hinzupflanzen. Ich würde das Ganze auch gerne mit dem Kinzi zusammen machen, quasi mal ein Gemeinschaftsprojekt. Ja, das können wir gerne machen. So, was brauchen wir dafür? Sobald ich meine Steuererklärung fertig habe. Was brauchen wir denn dafür? Ich mache erstmal den Essig. Nicht. In die Nahrungsbox rein. Und Limestone brauchen wir natürlich. Sollen wir die Brücke dorthin aus irgendwas anderem machen? Oh ja. Wir machen die Brücke aus was anderem. Nein, viel, viel schöner. Okay. Dann mache ich meine Farm hier nächstes Mal weiter. Ja, das kann ja jetzt auch mal ein bisschen wachsen. Ja. Aber ja, ich meine, tja, ich muss gerade noch Verschönerungsarbeiten machen. So. Na, ja, aber das kann ich. Ich bin jetzt so weit, dass ich nur noch da Slabs hinsetzen will. Genau. Ich muss noch mal kurz testen, wie das mit dem Licht ist. Das ist noch wichtig. Komisch. Okay. Das wäre schon mal die Brücke zum Glücke. Ich sehe die Brücke zum Glücke. Möchtest du ein rotes Dach haben? Aus Bricks? Ja. Oh, das ist aber... Da brauchen wir ganz schön viele Bricks, ne? Das weißt du. Ja, aber wir haben auch ganz viel Clay. Ups. Ist ja nicht das Problem. Echt? Haben wir so viel? Ja, in der Sludge-Kiste ist ganz, ganz, ganz viel. Okay. Ja, okay. Haben wir noch mehr Öfen? Wir müssen die ja im Ofen machen, das geht ja nicht in der Schmelze. Wir haben noch den Redstone-Ofen. Ah, der ist schnell, ne? Genau. Der ist eigentlich relativ schnell, ja. Kann man den noch tunen? Das wäre geil. Glaub nicht. Lecker. Ich glaub nicht. Lecker, 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 lecker. Ich glaub, das, wir haben das ist das allererste Mal, dass ich hier, glaube ich, einen Zaun setze. 6, 7, 8, 9 Stacks Clay. Und wir brauchen... Je nachdem, wie groß das ist, bestimmt 3 bis 4, wenn nicht sogar 5 Stacks. Ja, bring das Eisen mal noch mit. Ja, ich guck mal gerade, der Sludge-Boiler arbeitet wieder nicht. Warum? Du hast es kaputt gemacht. Komisch. Das, als ob der sich von selber ausschaltet. Da ist bestimmt irgendwas voll. Und du siehst es nur nicht. Ja, der Sludge-Container ist voll, ne? Also das. Naja, dann kann er ja eigentlich auch nicht arbeiten. Die Kiste ist nicht voll. Eigentlich müsste er noch mehr hierher schicken. Das wundert mich. Vielleicht sollen wir mal ein paar Eimer Sludge irgendwie beseitigen. Wie willst du denn die beseitigen? Frage ich mich auch gerade. Wir basteln uns einen Tank und schmeißen den von der Insel, wenn der voll ist. Sehr sinnvoll. Was soll's? Was wollte ich jetzt? Clay. Ich wollte Bricks bauen. Oh, das wird schön. Das wird schön. Ja, das hier ist dann die Ronald McDonald, das Ronald McDonald Gym hier. Wo die Mobs spawnen. Weil da muss ich das. da kommt das Fleisch her. Ich finde Ronald McDonald Gym gut. Das schreibe ich mal direkt hin. Ja, dann könnten wir eigentlich die Energie direkt hier am Harvester mit abzwacken, ne? Eventuell. Könnte klappen. Ja, kann man machen. Falls ihr noch nicht registriert habt, was wir bauen wollen, wir wollen uns ein McDonald's hier hinbauen.
Mit lecker Futter. Weil wir jetzt momentan so an der Futterquest hier ein bisschen dran sind. Nee, lassen wir die Rutsche weg. Was, du willst eine Rutsche bauen? Oh Mann. Eine Toka McDonald Gym, alles klar. Da können die kleinen Kinder zum Spielen rein, aber nur nachts. Ja! So. Alter, was ist das denn für ein diabolisches Lachen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Felder. Geht oh, 61, hier 6. 61 Iron. Was bist du eigentlich so dumm und machst Iron im Furnace? Ja, weil wenn wir es in die Schmelze machen, verbinde es sich. Ach so. Hab ich dir in der letzten Folge oder vorletzten gesagt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Wieder gut zugehört. Ja, es ist ja schon wieder Äonen her. So? Ich hab's Eisen mal rausgeholt. Ja, ja. Ich pack's jetzt in die Kiste. So, geordnet ist sie auch mal. Und da mag ich gar nicht reingucken in meine Dreckkiste. Ich wehre mich immer noch gegens Aufräumen. Wehre mich vehement. Wie sagt ein Arbeitskollege von mir immer, wenn mein Schreibtisch mal aufgeräumt ist, dann arbeite ich nicht mehr hier. Finde ich eigentlich ziemlich cool, Strom. Hm? Bin mir nicht sicher, aber das mit den Slimes. Ach, hast du schon wieder aufgegeben mit den Slime-Saplings? Das, ja, die habe ich rausgeholt. Das macht er irgendwie nicht. Ich weiß zwar auch nicht genau wieso. Wahrscheinlich, weil es irgendwie kein Holz ist oder keine Ahnung. Oder weil es aus einer anderen Mod ist. Mhm. Kannst du nicht sagen, aber es funktioniert leider nicht. Schade. Ja, in der Tat. Wäre nämlich ganz cool gewesen. Wir brauchen nämlich noch ein paar Flutschi-Flutschi-Bäume. Beziehungsweise. Kann auch mal, egal, kann ja auch mal da rein. So, weg ist er. Slimy Sapling. Brauchst du noch einen Slimy Sapling? Ja, für die Bäume nachher zu pflanzen. Dann packe ich die. Ich finde es immer ein bisschen blöd, in den Keller zu gehen. Ja, das müssen. Wir müssen es ja irgendwo lagern. Können wir aus dem Keller nicht ein Lagersystem machen? Nee, können wir schon, aber das dauert noch. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Das kommt alles noch. Sei doch nicht immer so ungeduldig. Der Kinzi will immer alles von hinten anfangen. Hm? Ja, ja. Hey. Ja. Jetzt wirst du pervers. Ja. Und womit weißt du recht? Was? Soll ich nochmal Bone Meal mitbringen? Das hat dir der Teufel gesagt. Was willst du mit Bone Meal? Weiß ich nicht. Du weißt schon, dass wir eigentlich zusammen. Weiß ich, kann den Scheiß nicht. Ich dachte, wir machen vielleicht eine Dachbegrünung. Nein. Cobblestone, brauchen wir Cobblestone? Also ich habe den Boden jetzt auf jeden Fall mal aus Limestone gemacht. Okay, und die Wände machen wir aus Holz, oder? Können wir, ja. Find Was natürlich passend. ziemlich cool wäre, wenn wir quasi die Plattform, die ich jetzt da mitfülle, so als Essensbereich machen und hinten dran eine Küche und da schwarze und weiße in so einem Karo, also in so einem Schachbrettmuster anlegen. Ich weiß nur nicht, wo wir schwarze und weiße Blöcke herbekommen. Wolle. Ach, Wolle. Wir haben da hinten noch ein, ich weiß nicht, ob das mit dem Baum auch geht, ein Rubber Tree. Ich weiß nicht, gefällt mir das Rubber Tree? Was willst du mit Rubber Tree? Einen Silkbaum reinsetzen. Füllst die Cast mit ich mach mal eine Treppe dem davon, Stoff aus. Oh. Dann kommen. Fuck, 10 Bricks nur. Ist doch heute ja ewig mit dem Clay. Rah. So. Wie viele Fäden haben wir denn in der Mod? Weiter im Text. Ich finde Wolle eigentlich ist eine scheiß Idee. Warum? Weil, na, es ist halt Wolle und Wolle gehört nicht auf den Boden. Du kannst einen Teppich aus der Wolle machen. Nicht in die Küche. Du kannst einen Teppich aus der Wolle machen. Gehört die auf den Boden? Teppich ja. Gut, dann mach ich da Teppich von. Okay. Weiß und schwarz, sagst du? Nicht in die Schmelze. Ja. Wie viel Tinte haben wir denn? Oh, du ruckelst. Oh, du ruckelst MTS.
Extremst. Ich muss gucken. Oh, jetzt geht's wahrscheinlich nicht viel. Ja, da kann ich auch nichts für. Nee, ist alles gut wieder, alles gut. Dong, 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 ding, ding, ding. Mal. Ach nee, ich kann ja nur drei machen. Der erste Boden ist fertig. Wie lange ist eure Folge noch? Tipp, 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 du wolltest die Wände aus Holz machen, auf jeden Fall. Ja. Sehe ich das richtig? Wände aus Holz. Was für ein Holz? Oakwood dann, nehme ich an. Davon haben wir ja. Ja, Oakwood haben wir ja massig. Ja. Ich habe mir mal zwei Stacks geholt und mache die jetzt zu. Ach, man braucht nur zwei. Planks haben wir richtig viel Holz. Yep. Ich glaube, ich habe jetzt 8 Stacks Holz. Sollte mal reichen vorerst. Entschuldigung, ich habe dir gerade nicht folgen können. Ja, wie immer. Ich habe 8 Stacks Holz mal gemacht und werde jetzt eine Umwandlung machen. Das hat leider nur für 3 schwarze Teppiche gereicht. Ja, habe ich dir gesagt, dass wir zu wenig haben. Ja, wir haben zu wenig Ink. Oder können wir das auch noch anders irgendwie schwarz färben? Oder wollen wir eine andere Farbe nehmen? Nee, ich hätte schon gern schwarz. Aber es muss doch auch irgendeinen Stoff geben, mit dem man das machen kann. Kohle? Nein. Block of Coal wäre ein bisschen arg krass. Das hier ist übrigens der Eingangsbereich. Hä? Und das wollte ich in die Küche machen. Ach so. Nope. Ja, ich schmeiß dir das mal hin und ich... Ich hab gedacht, wir machen. Können wir noch mehr Squids machen? Dass wir noch mehr Tinte bekommen? Ja, das ist aber relativ aufwendig. Wir brauchen dann 2 Fische und eine Angel jeweils für einen Squid. Und dann wissen wir noch nicht, ob die was droppen. Ich guck mal grad, wo ist mein Too Many Items? Kann man Squids irgendwie vermehren? Nö, ne? Mein Too Many Items ist kaputt schon wieder. Und ich sag dir, du machst irgendeine Tastenkombination dafür. Ah, schwarze Wolle, wenn man die in Pulverizer packt. Zu 5% kommt ein Inksack raus. Na, ganz toll. Aber das funktioniert noch, das Durchnavigieren. Blackstained Clay, ja. Pulverizer, kann ich es rausbekommen? Fish Products. Ich kann ein Squid, ja. Den Squid aus Marikultur, den kann man auch zu Inksack verarbeiten. Mhm. Auch im Pulverizer oder was? Ja. Nein. Fish Products steht hier einfach. Okay. So. Okay. Bee Produce. Eine Zentrifuge. Aus Watery. Wir müssen das Ding auch direkt ordentlich ausleuchten. Wo soll denn die Küche hin? Hinten rechts? Ja, irgendwo hinten raus. Das da soll jetzt nur der reine Eingangsbereich sein. Eine Tür machen wir denn? Hinten links. Das Bloodwood Planks. Okay. Okay. Sollen wir eine Eisentür machen? Nee, Eisentür ist blöd, oder? Ja, nee, mach doch so eine Lärchentür oder so, die haben auch eine coole Optik, jedenfalls in meinem Texture Pack. Okay. Gehen wir gerade in den Keller gucken, was wir so an Reicht Holz das als Auswahl Küche haben. Oder sollen wir die noch größer machen? Sehen Sie, ich bin gerade im Keller, woher soll ich dir das sagen? Ups. Ja, wir haben keine Tinte mehr. Green Hardwood sieht ganz cool aus. Soll ich davon was machen? Okay. 1, 2. So, wie war die jetzt? So? Black Dye würde gehen. Ink Sack macht schwarz. Black Colored Honey Drop macht schwarz. Ja, das haben wir ja, auch nicht. Über, wie heißen sie? Über Bienen würden wir natürlich auch locker Farben kommen.
Ja, ja, Kohle wir nicht. Wir machen es halt, ja, Kohle ist zu aufwendig, zu teuer. Wir machen das vorerst mal so, einfach mit dem, was wir haben, und nachher anders. Dann mache ich jetzt einen roten Teppich. Rot, weiß. Ganz einfach. Übergangsweise. Wir haben doch bestimmt noch rote Blumen. Oder willst du lieber gelb? Blumen? Wieso Blumen? Mit Blumen kannst du färben. Ja, aber nicht schwarz. Nee, ich wollte jetzt erstmal rot machen. Sehr schön. Ich wollte jetzt erstmal rot machen. Guck mal, grüne Tür an. Ja, ich komme sofort. Ich suche gerade die Blumen. Wo haben wir die Blumen gelassen? Blumen, 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 Blumen. In die Samenkiste? Ja, in die Samenkiste. We are young, innocent. Rose red, alles klar. Das 32 reicht, ja. Locker. Locker, easy, dicker. Oh, lass mich raten, ich habe die ganzen... Ja, jetzt habe ich natürlich keine Wolle mehr. Ja gut, Wolle ist nicht das Problem. Nee. Silkworm haben wir wo? Habe ich, glaube ich, noch einen in der Dreckkiste. Was willst du mit Silkworm? Oh, noch ein paar Fäden generieren. Hast du unten mal in der Mob-Drop-Kiste geguckt? Die habe ich ja schon verbraucht. Alle Fäden? Ja. Oh Mann. Ja, sowas ist nicht billig. Ja, ja, ja. So ein McDonald's? So ein Nutoka Onald. Ronald McDonald. Nutoka Onald. Ach. Ah, wie heißt denn das jetzt nochmal? Dauert halt noch ein bisschen. Pressure Blade. Pressure Blade? Oh, die gibt's hier gar nicht. Was? Es gibt keine Druckplatten? Doch, aber hier gibt's nicht die unsichtbaren. Ach so. Schade, jetzt wollte ich unsichtbare machen. Das ist ja blöd. Limestone kann man bestimmt keine machen. Das glaube ich auch eher weniger. Wo ist meine Gießkanne? Da. Ich hab's nicht. Oh, da kommt schon wieder der Nutoka kaum rüber hier. Irgendwas stimmt mit dem Internet wieder nicht. Ah, ja, ja. Oh, hier müssen. Oh, da habe ich drei Balken, ey. Krass, Scheiße. Und ich gieße. Oh ja, er ist fertig. Jetzt kann ich Raupen zähmen. Zähmen. Und drauf reiten. Cool. Ja. Dann brauche ich ja nachher wieder auch wieder einen Crook hier. Mache ich mir schon mal fertig. Fertig. Ach übrigens, ich weiß ja nicht, wie das bei dir aussieht, aber bei mir... Was ist das? Da wäre ich fast reingefallen. Das mache ich mal dicht. Bei dir? Ja. Sprich ruhig weiter. Wie das Dach bei dir aussieht, weiß ich ja nicht. Der... Das kann ich dir auch erst sagen, wenn ich sehe. Raptor? Wie gehen denn jetzt nochmal? Ah, jetzt muss ich echt nachgucken, wie... Ah, Pressure Plates sind nur zwei nebeneinander, okay. Ich hab lang keine Pressure Plates mehr gebaut. Oh, die Türen sind toll. Gell, die gefallen mir auch voll gut. Oh ja, das ist schön. Jetzt, oh. Jetzt muss aber hinten drinnen auch noch Druckplatten machen, ne? Sollen wir? Ja. Ich würde sagen, das machen wir erst, wenn es fertig ist. Weil wenn okay. wenn hier jetzt noch Monster drin spawnen, ist ganz gut, dass die Tür zugeht. Wollen wir sowas als Tresen nehmen? Warum kommst du immer mit Sachen, wenn ich gerade den Raum verlassen habe? Machst das extra. Finde ich ganz gut als Tresen eigentlich. Einfach eine Steinmauer. Aber bei dir ist die wahrscheinlich schwarz. Ja, dann hol doch. Aber direkt zur Küche in Tresen, da muss ja. Dann machen wir hier. Ja, hier ist dann Verkaufstheke. Ich such mal eine schöne Lampe aus. Ja, da muss aber noch weiter nach hinten. Und wir brauchen auch Platz für die Geräte. Wie heißen denn die da? Ist auch nicht schön. Lantern. Green Lantern oder was? Ne, es gibt Lantern, die sind. Sehen ziemlich cool aus. Golden Lantern.
bauen wir Glass so Panes. Abgetrennt natürlich. Glass Pane Gold. Ja, das können wir doch hin. Ah. Wenn wir noch Sand haben. Oder Glas. Ja, oh, wir müssen noch mal Glas in die Produktion geben. Oder hast du noch irgendwo Glas? Nö, ne? Irgendwo hatte ich noch was. Ja, ja, ja. Aber frag mich nicht, warum. Ach, hier. Ach ne, das ist Hardenglas. Zwei Glas. Nee, ich hab mal ein Stack reingegeben. Nicht mal viel. Ah ja, Croak wollte ich machen. Habe ich Holz dabei? Natürlich nicht. Mensch, da läuft der Neckes mit Bioenergie, ey. Ja. Was soll das sein? Oh, wir haben schon wieder 21 Minuten. Schön. Los. Nee. Ja. Sonst ich hab nichts verstanden. Immer. Internet ist kaputt. Hm. Hey, wo sind meine Bricks? Die wollte ich gerade abholen. Noch ein bisschen Gold in Auftrag geben. Ich habe eben übrigens gesagt, dass wir schon wieder bei 21 Minuten sind. Ehrlich? Nur noch zwei Minuten wieder. Das deprimiert einen, ja. Och ja, jetzt aber. Sind schon wieder meine ganzen Fackeln, na da. Ich habe auch keine mehr. Oh, Bettchen. Ach, ich muss ja auch mit. Nee, wir sind wieder alleine. Ach so. Schon runter. Ich hab den Faden verloren. Ah ja, richtig. Ich mach ein Treppendach, genau. Auch wenn es ein bisschen teurer ist. So. Wir gehen in Glassplane. So, okay. Warte, sehr kurz. Schön. So. Gefällt dir das als Dach? Ja, ja, ist okay. So, dann mache ich nochmal schnell, wenn ich es denn schaffe. Oh, nee. Muss ich hier drin machen. Ich glaube, wir müssen ein Ende machen. Wir sind bei 22 Minuten 20. Oh Mann. Ich wollte mir noch einen Krug schnell machen. Ja, dann mach lieber mal Abmod. Okay. Nee, du bist dran. Ich bin dran. Okay, dann mache ich die Abmod. Danke, dass ihr reingeschaut habt. In der nächsten Folge könnt ihr dann weiter sehen, wie unser toller McDonald's hier entsteht. Yay! Schreibt doch mal in die Kommentare, was wir da noch ändern könnten oder ja, ne? Ihr wisst Bescheid. Reingehauen. Tschüss!